Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert mit einem neuen Video. Wie so oft. Oder eben auch nicht. Nein, ich meinte eigentlich hier das Intro, das ich in letzter Zeit irgendwie. Keine Ahnung, früher habe ich mich immer abgewechselt bei den Intros, aber mittlerweile. Egal. Bevor ich jetzt wieder anfange, hier möglichst viel Schwachsinn zu labern, komme ich lieber gleich zum Thema, denn ich habe mir bereits ein Müsli gemacht und kann es jetzt hier natürlich momentan nicht essen. Und sonst weicht es komplett auf, wenn ich so lange brauche und wieder so viel Schwachsinn labere. Egal, wie gesagt, ich schweife schon wieder ab. Was ich nicht eigentlich bereden wollte, war ein wenig Titanfall. Von den anderen beiden Herren auf diesem Channel hat man ja bereits ein wenig Meinung gehört. Von mir persönlich aber noch nicht wirklich. Also zumindest keine, wo ich das Spiel bereits gespielt hatte. Ein paar Spekulationen im Voraus habe ich bereits mal abgegeben, aber sonst nicht wirklich was. Na egal. Let's get to it. Also, zu Anfangs muss ich sagen, das Konzept ist echt cool. Also, wie sie es gemacht haben mit diesen Wandläufen und diesem Umherspringen und bla. Und dieses Auf und Ab und man kann da eben so cool dann da seitlich so parkourmäßig umher. Und es fehlt mir wirklich in anderen Shootern mittlerweile. Ich habe mir letztens von Destiny, Destiny hat ja auch so ein bisschen so normales PvP Standard-Shooter-Gameplay neben diesem Open-World-Zeug. Und da habe ich mir von Ninja, um genau zu sein, Gameplay angesehen. Und jedes Mal, wenn er nahe an der Wand war, dachte ich mir, warum kann er nicht an der Wand laufen? Jedes Mal, das war so ein innerlicher Drang, immer an dieser Wand rumzulaufen. Und das, also, es fühlt sich einfach so flüssig an, so schnell, so erfrischend. Das habe ich schon lange nicht mehr bei einem dieser typischen Shooter gemacht. Ich meine, klar ist es immer noch lange nicht so cool wie jetzt zum Beispiel ein Quake oder so, aber diese Wandläufe sind schon an sich sehr genial und machen für mich zumindest das Genre, das ich ja eigentlich nicht so mag, dieses typische Modern Military Shooter Genre, für mich wieder ein bisschen schmackhafter. Genau. Dann sonst auch muss ich sagen, also von den Maps her kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwelche besonders hasse, also so, dass ich sie gleich gar nicht spielen kann. Natürlich habe ich ein paar Favorites und ein paar welche, wo ich Abneigung gegen habe. Aber sonst, eigentlich muss ich sagen, finde ich die jetzt alle ganz okay. Mir ist es bei keiner aufgefallen, dass sie besonders scheiße wäre oder besonders gut. Sie könnten meines Erachtens ein bisschen besser sein, ein bisschen mehr das Gameplay unterstützen mit den Wandläufen. Also ich meine, gut, das tun sie mittlerweile eh bereits die meisten. Aber ich finde, da geht noch ein bisschen mehr. Also zum Teil sind sie nicht perfekt so gesetzt, dass man jetzt einen guten Run haben kann, wenn man so möchte. Und wenn ich mir jetzt, also ich ziehe immer gerne als Beispiel Quake heran, obwohl ich selbst Quake noch nie gespielt habe, tatsächlich, ja, aber ich habe es, interessiere mich sehr dafür und habe vieles dazu angesehen. Und wenn sich bei Quake die Maps eigentlich ansieht, dann sind die meist so, dass man halt einen guten Laufweg hat, mit dem man Geschwindigkeit aufbauen kann. Und den auch beibehalten. Und das ist jetzt bei Titanfall meines Erachtens nicht ganz so. Da ist immer wieder so ein Stopp drin, wenn man so möchte. Wo man dann eben nicht irgendwo keine Wand halt mehr zur Verfügung hat, wo man weiterlaufen kann und diese Geschwindigkeit, die man aufgebaut hat, nicht halten kann. Gut, ich meine, das ist jetzt auch nicht so hundertprozentig das Gameplay, worauf sie höchstwahrscheinlich aus waren. Was ich persönlich schade finde. Aber, ja. Es ist auf jeden Fall ganz okay. Von den Maps her, muss ich sagen. Auch die Waffen kann ich jetzt nicht behaupten, dass es jetzt irgendwelche gibt, die jetzt total OP wären und andere, mit denen man überhaupt gar nichts anfangen kann. Ich finde, dass die eigentlich an sich auch gut gebalanced sind. Vor allem, was sie hier gemacht haben, wofür ich ihnen sehr dankbar bin. Sie haben nicht zig Millionen Aufsätze benutzt und sie haben nicht zig Millionen verschiedene Waffen. Und dafür danke ich ihnen so, dass sie es nicht gemacht haben, wie Battlefield zum Beispiel. Battlefield, finde ich, ist das perfekte Beispiel. Es sind Abermillionen von Waffen und Abermillionen von Aufsätzen. Das mag zwar am Anfang erstmal gut klingen, weil ich meine, mehr Auswahl ist immer cool.
Aber es ist der letzte Krampf. Es ist einfach nur scheiße. Je mehr Waffen, desto schlechter wird das Spiel. Ganz ehrlich, man hat nämlich ein fettes Problem mit vielen Waffen. Entweder, also zwei, um genau zu sein, es gibt zwei verschiedene. Entweder alle Waffen fühlen sich gleich an. Weil irgendwie muss man den Shit ja balancen. Ja? Und, Balancing ist etwas, was sehr komplex ist. Es ist von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig und jede dieser Waffe bringt einen neuen Haufen an Faktoren mit ins Spiel. Je mehr Waffen ich jetzt reinmache, desto schwerer wird es, sie gegeneinander zu balancen. Denn wenn ich eine Waffe verändere, so dass sie vielleicht gleich auf ist mit einer anderen, dann habe ich sie aber vielleicht mit sämtlichen anderen Waffen wieder in Ungleichgewicht gebracht. Also, dass jede Waffe eine faire Chance hat, ist bei vielen Waffen, also je mehr Waffen ich reinstelle, desto mehr geht diese Wahrscheinlichkeit gegen Null, dass ich ein perfekt gebalancetes Spiel habe. Und ja, das ist das erste Problem, wenn man viele Waffen hat. Das zweite Problem ist, es ist unbalanced. Also entweder spielen sich alle Waffen gleich oder es ist fucking unbalanced. Also es gibt wirklich, ich kenne eigentlich kein Spiel, das viele Waffen hat, bei dem sich die Waffen, wo sich die meisten Waffen wirklich unterschiedlich spielen und das wirklich gut gebalanced ist. Und deswegen bin ich persönlich ein Gegner von zu vielen Aufsätzen und zu vielen Waffen, weil es ist, ich nehme es den Entwicklern auch nicht übel. Was ich ihnen übel nehme, ist, dass sie so viele Waffen reintun. Aber ich nehme es ihnen nicht übel, dass wenn sie so viele Waffen reingetan haben, dass es dann unbalanced ist, weil es wird immer so sein. Es ist unmöglich als Entwickler so viele Waffen zu balancen, ohne dass sie sich alle gleich anfühlen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass sie einfach nur wenige Waffen haben. Aber leider stimmt es nicht ganz. Es gibt nämlich eine Waffe oder eine Sache, die ich zumindest ultimativ verabscheue, und das sind Rucksackladungen. Zwar natürlich mal wieder so typisch, dass so ein Scheiß drin sein muss. Ich meine, man könnte diese Rucksackladungen ganz einfach halbwegs fair machen oder so, wie ich zumindest meine, dass sie gut wären und sinnvoll. Wobei ich sie eigentlich am liebsten ganz rauslassen würde. Aber zum Beispiel, dass sie erst, was weiß ich, 2 Sekunden am Boden liegen müssen, bevor man sie zünden kann. Weil dann ist nicht dieses typische, ich werf mein C4 und spreng's direkt hoch. Was soll ich da tun als Spieler? Als Spieler regt mich sowas auf. Ich möchte, dass ich als Spieler fähig bin zu reagieren. Deswegen mag ich Halo so. Weil in Halo hat man ziemlich viel Leben. Wenn ich von hinten angeschossen werde, bin ich immer noch imstande zu reagieren, in den meisten Fällen. Wenn ich aber hier sowas wie Rucksackladungen habe, wo jemand die einfach wirft und instant sprengt, dann kann ich als Spieler nicht reagieren. Ich finde, es ist dann, wenn ich sterbe, möchte ich, dass es meine Schuld ist, dass ich sterbe. Ich möchte aber nicht, dass ich sterbe, weil ich überhaupt gar keine Chance in the first place hatte. Also von Anfang an überhaupt gar keine Chance, weil was soll ich tun? Wie soll ich reagieren, wenn mir jemand so ein scheiß C4 ins Gesicht wirft? Wie? Es gibt da einfach nichts, wie ich reagieren kann. Und deswegen finde ich sowas kompletten Schwachsinn und Scheiße. Und ja. Egal. Dann die Titans, was ich ursprünglich vermutet hatte, ist, dass sie nicht so cool sind. Also zumindest nicht so cool wie der Rest. Hat sich nicht ganz ergeben. Es macht mir, also seitdem ich den, es gibt ja 3 Klassen, es gibt ja den Ogre, den Atlas und den Strider, und der eine ist total schnell, der andere ist total tanky, aber dafür halt hat ziemlich viel Leben und ist dafür aber relativ langsam, und der Atlas ist so zwischen den beiden. Er ist so, ja, halt beides so ein bisschen so ein Allrounder, wenn man so möchte. Und seitdem ich eigentlich den Strider spiele, also den ganz schnellen, muss ich sagen, gefällt mir das Titan-Gameplay wieder relativ gut. Am Anfang fand ich es nämlich bisschen, ich weiß nicht, dann wieder so Standard, so langsam irgendwie. Aber mit dem Strider ist es wieder ganz cool, muss ich sagen. Auch die Titans gegeneinander, finde ich, sind ganz gut gebalanced. Also mit dem Ogre, mit dem der ganz viel Leben hat, ist man natürlich, wenn man so möchte, hält man halt deutlich länger durch. Also zum Beispiel Strider. Also der Strider ist wirklich ziemlich schnell tot. Der ist richtig schnell tot. Dafür kann man halt, wenn man gegen einen Ogre kämpft, kann man den unglaublich ausspielen mit dem Strider. Der hat eigentlich fast keine Chance, außer man stellt sich jetzt komplett dumm an. Weil man ist halt einfach dreimal so schnell wie er. Ich meine, wenn man Leben verliert, dann verpisst man sich einfach und er kommt einem nicht hinterher.
Großes Problem hingegen hat man wieder, wenn man gegen zwei Titans kämpft, weil wenn du dich als Strider nicht verpissen kannst, dann bist du instant down. Weil, wenn du versuchst irgendwo zu fliehen, weil du keine Schilde mehr hast und springst dann in den nächsten Titan rein, dann hast du ein Problem, weil dann hast du keine Schilde und bist sofort tot. Auch wenn du Rodeo't wirst, oder so, keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll. Also, das Rodeo ist, dass man als Spieler auf einen Titan draufspringt. Und dann schraubt er da so ein bisschen rum und dann sind diese internen Systeme liegen offen und dann kann man da direkt mit der Waffe reinschießen und macht ziemlich viel Schaden. Dem kann man entgegenwirken, indem man natürlich selbst als Titan-Pilot aussteigt und den anderen runterschießt, weil die Titans normalerweise ist aber auch ein bisschen verbuggt, bücken sich die Titans dann so ein bisschen. Also, das klingt irgendwie falsch, aber die setzen sich dann hin und bleiben stehen, sodass du direkt siehst, wo der Kerl ist. Und du kannst ihn dann runterschießen. Genau. Und somit ist das eigentlich auch ganz cool. Und aber als Strider ist man wirklich, wenn man so wenig Leben hat, ist man verdammt schnell tot. Der muss dann nur ein bisschen reinschießen, man hat eigentlich schon die Hälfte seines Lebens weg. Ist aber auch ganz gut so, weil als Strider ist man wirklich ziemlich schnell und ziemlich flink und deswegen ist es auch als Pilot relativ schwer, auf so einen Titan draufzuspringen. Somit hat das alles wieder seine Richtigkeit. Genau, und somit macht es eigentlich auch ziemlich viel Spaß, wobei ich aber sagen muss, dass mir das Piloten-Gameplay an sich immer noch besser gefällt, weswegen ich es sehr schade finde, dass es nur einen Modus gibt, wo man so gesagt nur mit Titans spielt und keinen Modus, wo man nur als Pilot spielt. Das finde ich halt sehr schade, weil ich finde, dass es dem Game ganz gut getan hätte, dass wenn man so gesagt einen Only-Pilot-Mode gehabt hätte. Ja. Tja, das klingt jetzt alles von Anfang an eigentlich ganz gut, ist es aber nicht, weil das schöne Konzept ist zwar da, aber es hat einen bösen Beigeschmack oder Nachgeschmack, oder soll ich vielleicht sagen Vorgeschmack. Zumindest kommt dieses Böse gleich im Intro vor und es ist, wer hätte es gedacht, es ist EA. Es ist, warum? Warum? Ich würde dieses Game so gerne lieben. Ich würde es so gerne lieben, aber es ist leider EA. Es ist wirklich einer der Shooter seit langem, die ich wirklich erfrischend finde, die ich wirklich gut finde, die was haben, die neu sind, die anders sind. Aber dann ist es EA. Dieses Spiel ist mal wieder so für den Konsolenstart rausgeklatscht worden. Es fehlt so viel. Die Kampagne, Kampagne zu nennen, ist ein schlechter Witz, weil das Einzige, was die Kampagne ist, ist Multiplayer mit längeren Anfangs- und Endsequenzen. Ich meine, es ist ja normalerweise immer so, in Titanfall, man hat dieses Dropship, in dem man selbst drin ist, und wird dann da so angeflogen und dann blablabla bereit machen und dann springt man so ins Schlachtfeld runter. Und das genau gleiche ist die Kampagne, nur dass diese Anfangssequenz ein bisschen länger ist. Und man hat verschiedene Spielmodi. Im Vergleich, es ist eigentlich Multiplayer mit ein paar ausgewählten Spielmodi. Weil sonst unterscheidet es sich eigentlich null. Und egal was man tut, die einzige Option, glaube ich, wo es wirklich drauf ankommt, ob man gewinnt oder verliert, ist, dass einmal ein Schiff abstürzt und einmal nicht. Und dieses Schiff spielt auch keine Rolle im weiteren Ding, weil die Story geht genauso weiter, ob dieses Schiff da ist oder nicht. Und man kann an der Story überhaupt null was verändern. Es ist wurscht, ob du verlierst oder gewinnst. Und das ist ja das Erste, was so schlimm ist. Aber gut, damit könnte ich ja noch leben mit einer unveränderbaren Story. Ich meine, das haben viele Shooter. Aber dass es dann halt einfach genauso ist wie der Multiplayer. Also so eins zu eins. Wenn es zumindest irgendwas Kreatives wäre. Sowas wie, man hat ein Team von 4 Leuten und spielt dann gegen NPCs, und kriegt so ein paar Aufgaben gestellt, muss dann so als Pilotenteam zusammenarbeiten, um da irgendwas zu lösen oder so, oder keine Ahnung. Oder wenn es so ein bisschen wäre wie in Battlefield, Eroberung, nein, nicht Eroberung, sondern wie heißt das andere? Rush, genau. So ein bisschen wie in Battlefield Rush, dass du immer so dich so von Station zu Station vorarbeiten musst und dann, was weiß ich, als erstes musst du das zerstören als Angreiferteam und dann öffnet sich die Map wieder so ein bisschen weiter und du musst was weiteres zerstören oder irgendwas anderes machen, keine Ahnung. Da können sie sich sicherlich was einfallen lassen, aber es ist halt wirklich einfach der Multiplayer. Es sind sogar dieselben Maps. Es sind einfach, es ist ein Trauerspiel, das Kampagne zu nennen. Und dann gibt es so komische Ingame-Cutscenes, wo du rechts oben so einen kleinen Bildschirm kriegst, so ein Bild-in-Bild-Bildschirm, wo dir dann so ein bisschen was erzählt wird, was gerade so eigentlich abgeht, so im Hintergrund, weil im Hintergrund battlen sich irgendwie, während du
auf dem Schlachtfeld die anderen Spieler bekämpfst, battlen sich im Hintergrund irgendwie die Hauptcharaktere irgendwie irgendwo und irgendwas Storymäßiges geht ab. Aber man kriegt es einfach nicht mit, weil wenn ich im Spiel bin und vor allem, man kämpft ja nicht gegen NPCs, sondern man kämpft ja gegen andere Spieler, ja, in der Kampagne. Und deswegen kriegt man das nicht mit, weil man muss sich fucking aufs Spiel konzentrieren, damit man nicht stirbt. Und deswegen achtet man auf diese scheiß Cutscenes nicht. Ich meine, gut, die Charaktere sind eh alle auswechselbar und sie interessieren einen 0,0. Aber so, es unterstützt es nur noch mehr, dass sie einen nicht interessieren, die Charaktere, weil man nicht einmal das, was einen dann noch ein bisschen interessieren könnte, kriegt man nicht einmal mit. Ja. Und dann wird man, das Ganze muss man eben, wie gesagt, man spielt ja gegen echte Spieler. Das Ganze muss man dann eben zweimal durchspielen, weil einmal spielst du als IMC und einmal als Miliz. Und gut, ich meine, es ist halt das genau gleiche wie der Multiplayer, es ist eine Frechheit eigentlich. Dann wieder so Dinge wie, warum gab es von Anfang an keine Private Lobbies? Ich meine, gut, sie können von mir aus, können sie so eine Kampagne abliefern. Auch für ein 70-Euro-Game können sie so eine Kampagne abliefern. Wenn sie sagen, sie sind ein reines Multiplayer-Game, wenn der Multiplayer überzeugt, bin ich gerne bereit, 70 Euro dafür zu zahlen.